Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Ich möchte heute mit euch ein kleines Zeugnis teilen. So klar ist es gar nicht, aber es zeigt einfach, dass sich Gott auch um Kleinigkeiten kümmert. Meine Frau, die hat ja immer so ein Bluetooth, mit dem rennt sie den ganzen Tag umeinander, wenn sie telefoniert oder wenn sie sowas anhört im Internet. Und am Samstag in der Früh, da war es wieder soweit, hat sie das Ding wieder mal gesucht. Das ist ja nicht das erste Mal, weil sowas verlegt man relativ schnell. Ist einfach zum Verlegen oder irgendwo zum Vergessen. Und auf alle Fälle haben wir beide dieses Gerät gesucht und wir haben es nirgends gefunden in der Wohnung. Und irgendwann fragt man halt einmal den Heiligen Geist, gell? Könnte man eigentlich gleich am Anfang fragen. Und dann sagt der Heilige Geist, das Bluetooth-Gerät ist in der olivgrauen Strickjacke, also in der Tasche. Dort in der Jacke. Meine Frau natürlich war sich sicher, die hat die Jacken am Freitag nicht angehabt. Sie hat die Jacke am Freitag nicht angehabt und deswegen kann das Ding da nicht drin sein. Na, was haben wir gemacht? Wir haben weitergesucht. Irgendwann mal, wenn wir einfach nicht mehr so viel Zeit gehabt haben, hat sie sich gedacht, vielleicht sollte ich doch einmal das tun, was der Heilige Geist mir sagt, ne? Und sie schauen in diese olivgraue Strickjacke in die Seitentasche. Was ist da drin? Das Gerät. Halleluja. Also der Heilige Geist kümmert sich wahrlich um alles. Sie hat nämlich am Freitag, wenn wir nämlich für unterwegs waren, dieses Bluetooth-Gerät nicht gebraucht. Und deswegen ist das Bluetooth-Gerät noch vom Donnerstag in dieser Jacke drin gewesen. Und deswegen, und sie hat am Freitag die Jacke auch nicht angehabt. Deswegen hat sie gemeint, dass das Ding da gar nicht drin sei kann. Aber der Heilige Geist hat es gewusst, Gott weiß es, er weiß alles, kennt jeden Gedanken, alles Kinder. Jedes Haar auf unserem Kopf ist gezählt. Das ist so gigantisch. Auf der anderen Seite sind wir uns ein bisschen komisch vorkommen, weil wir einfach nicht auf den Heiligen Geist gehört haben und ihm nicht vertraut haben. Und auf der anderen Seite haben wir uns riesig gefreut, weil er einfach weiß, wo das Zeug ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwas suchen oder dass wir das Bluetooth suchen, sondern es ist immer was man irgendwann einmal sucht oder was braucht. Und wir fragen eigentlich immer den Heiligen Geist und meistens ist es so, dass wir auch richtig hören und dass das dann an dem Platz ist, wo er es uns gesagt hat. Deswegen möchte ich hier noch zum Schluss aus der Bibel die Sprüche Kapitel 3, Vers 5 vorlesen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ja, Amen, oder? Also nachher, wenn wir schon den Heiligen Geist fragen und nicht auf unser Verstand uns stützen, dann sollen wir auf den Heiligen Geist hören. Nicht? Und nicht sagen, oh, ich habe die Jacken gestern nicht angehabt. Nicht? Also wenn der sagt, das ist da drin, dann ist es da drin. Das ist uns schon oft vorgekommen, dass uns Gott gesagt hat, das ist da, wo du gesagt hast, das kann gar nicht sein. Aber es war da. Halleluja. Gottes Augen sind auf der ganzen Erde. Er weiß überall alles. Er ist unbeschreiblich, deswegen ist er ja Gott. Ich möchte uns einfach ermutigen mit diesem Video, dass wir wirklich Jesus fragen oder den Heiligen Geist fragen, wenn wir was suchen. Das ist ja der Freund, der uns geschickt wurde, der Tröster, der alles weiß, der die Wahrheit von Jesus nimmt und sie uns bringt. Fragen wir den Heiligen Geist auch bei Sachen, die wir suchen. Und er wird uns die Wahrheit bringen. Also er weiß, wo das Zeug ist. Wir müssen einfach mal ein bisschen auf ihn hören. Das ist wichtig. Also dann, seid mutig und unverzagt. Servus aus Niederbayern.